Ladies and Gentlemen, willkommen zum 8. WM-Lauf in Frankreich. 1,29,5 merken wir uns mal. Das war meine beste Zeit im freien Training. Damit war ich 2 Zehntel schneller als Joe. Was gibt es sonst sozusagen? Kann man in dem Screen gar nicht sehen. Wenn das Qualifying durch ist, kann man es glaube ich nochmal sehen. Dann zeige ich es euch. Nicht spektakuläres, aber was lustiges? Ich habe keine Ahnung. Let's go auf die Strecke. Eine schnelle Runde und hoffentlich erstmal weiterkommen. Also in Q2 sehe ich mich. In Q3 nicht. Mit der Runde bin ich nicht ganz zufrieden. Die wird auch zu langsam sein. 27, 28, 29, 5. Also, das geht schneller. Zumal im freien Training ich weder den starken ERS-Modus habe, noch den starken Fuel-Modus. Das war gar nichts. Da können wir direkt noch eine Runde dranhängen. Turn 1 verkackt. Schikane war nicht gut. Und hier die Kurvenkombination. Ja gut, die kriege ich so. Es wird besser, ja, mit der Zeit. Je öfter ich die Strecke fahre, desto besser wird es. Am Anfang habe ich diesen Sektor ja komplett verflucht. Mittlerweile, ja, es wird, es wird, es wird. Und die Kurve habe ich natürlich auch. Die ist auch schwer. Jawohl. We've only got 2 laps of fuel left. Oh, ich darf. Gönnen wir uns mal. Ist Qualifying, ist egal.
knappe halbe Sekunde wird's. Damit bin ich zufrieden. 29:0. Also mehr geht nicht. Vielleicht kriegt man den dritten Sektor noch was besser hin, aber dann ich nicht. Oder nur mit Ideallinie, aber die schalte ich mir nicht ein. 14. Das kenne ich irgendwoher. Wenn das dabei bleibt, was ich nicht glaube. Sind denn alle gefahren? Es sind alle gefahren. Und es ist alles verdammt knapp. Gut, lassen wir es dabei. Ich spule vor, wie immer. Beziehungsweise ich könnte auch einfach ins Hauptmenü gehen. Und die Session beenden. Zack. Ganz einfach. Und dann werden wir sehen. 14. bin ich nicht mehr. 28,5 Swall of 14. Ich habe eine 29,0. Das heißt, ich werde ganz hinten landen. 28,7 Joe. Ey, der ist schon wieder schneller als ich. Das kann nicht sein. Also auch 15. nicht. Nur 28,9. Das heißt, ich könnte vielleicht noch 17. sein. Nein, das ist Russell. Kimi Räikkönen, 4000 schneller. Jawohl. Und dann komme ich auf 19. Also Qualifying funktioniert überhaupt nicht. Aber die 4/10 zu Joe hätte ich auch nicht runter. Nö, nö. Also Qualifying kannst du vergessen. Funktioniert nicht. Auf eine schnelle Runde ist die KI einfach schneller. Besser, wie auch immer. Naja, ist egal. Wir haben ja gesehen, was wir im Rennen leisten können. Mit ein bisschen Glück, aber naja. Aber danach kommt eine Strecke, da sehe ich mich auch im Qualifying wieder. In Österreich. Da gibt es ja auch wieder Updates, jede Menge. Ich glaube 3 Stück. Ach so. Ja, halt so. Qualifying ist nicht so meins. So ein bisschen wie Ricciardo dieses Jahr. Qualifying hat er überhaupt gar keine Chance gegen Norris. Und im Rennen sieht es dann wieder anders aus. Meistens zumindest. Nicht immer, aber meistens. Kann ich... Nee, kann ich nicht. Schade. Kann ich nicht mehr einsehen. Nachrichten von dem Rennen. Bla, 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 bla. Entwicklungsupdate. Nee, kann ich nicht mehr. Du hast ja in den Trainings hast du ja für jedes Trainings für jedes dieser 3 Trainings Einheiten nochmal 3 unterschiedliche Kategorien, wo du aus welchem Bereich du was verbessern kannst. Antrieb, Aerodynamik und so weiter und so fort. Und es war alles gelb. Alles 9 war für Strapazierfähigkeit. Ich weiß nicht, ob es für die anderen nichts mehr gibt. Aber da habe ich jetzt richtig was gut gemacht. Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann. Müsste man ja eigentlich jetzt hier alles umsonst sein. Oh ja. 44%, 7%. Naja, ich weiß nicht, wie es vorher aussah. Das ist jetzt das Problem. Keine Ahnung. Oh ja, let's race. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Young superstar Max Verstappen starts from pole position, and it's Valtteri Bottas that completes the front row. Considering the rest of the grid, we have Perez, Hamilton, Lando Norris, and Leclerc, Sainz, Ricciardo, Gasly, and Fernando Alonso, Vettel, Tsunoda, Esteban Ocon, and Stroll, Giovinazzi, Russell, the owner driver, and Nicholas Latifi, Mick Schumacher, Mazepin, Joe. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. And Kimi Räikkönen finishes off the grid. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Max und Valtteri drehen so ein bisschen auf. Also bisher war ja immer Hamilton erster und dann direkt dahinter Bottas und jetzt irgendwie auch im letzten Rennen. Max vorne und dann Bottas und dann kommt der Rest. Und 2 Plätze gewonnen durch Gridstrafen. Ist das nicht schön? Nein. Ja doch, ist richtig. Ja, es ist eine gute Frage. Komm ich mit den gelben bis zum Regen, ja oder nein? Will ich mit den weißen fahren, ja oder nein? Weiß ich nicht und nein. Das ist jetzt belastend. Ich fahre nicht mit den weißen, vergiss es.
Mache ich nicht. Oder mache ich das? Weiße? Weiße ist keine gute Idee. Weiße ist überhaupt keine gute Idee. Am Ende ärgere ich mich wieder, dass es gereicht. Ich nehme die gelben. Das reicht. Das hat jetzt zu reichen. Wenn nicht, dann war es halt wieder ein strategischer Fehler vom Team. Und wer ist dafür verantwortlich? Richtig. Ich nicht. Auf gar keinen Fall. Startfuck gesammelt. Also richtig versemmelt. Und fast wieder alles gut gemacht. Läuft. 15. Dafür, dass ich so einen schlechten Start hatte. Und der erste, der raus ist wahrscheinlich. Oder auch nicht. Some information on Gasly. They are out of the race. Damit sind wir 14. Green flag. Es geht stabil nach vorne. Und schon wieder gelb. Irgendeiner fällt gerade wieder aus. Kann mir nur recht sein. Sainz ist raus. Also Turn 1 ist deutlich einfacher zu treffen, wenn er direkt hinter einem herfährst irgendwie. So in der Solofahrt habe ich damit echt Probleme. Weil ich den Einlenkpunkt nicht sehe. Wenn die KI vor dir fährt, siehst du ja, wo die lang fährt. Dann ist das easy. Trotzdem kommen wir nie an Giovinazzi vorbei, geschweige denn ran.
könnte daran liegen, dass da alle DRS haben. Expecting rain in around 10 to 15 minutes. Check your MFD for a new strategy option. Jeff, es gibt keine neue Strategie und danke für die Info mit dem Regen. Ich hoffe, dass die Reifen so lange noch durchhalten. Wir nehmen Jeffs Strategie mal und stellen sie woanders hin. Copy. Man kann es ja mal akzeptieren und dann doch nicht reinkommen. Oh, Prank! Oh, shit. Oh, 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 oh. Und schon verbremse ich mich vor lauter Schreck. The gap to the car in front is less than a second. Let's try and get past in the DRS zone. Diese klugen Sprüche von Jeff immer, ne? Ich fahre gefühlt schon das ganze Rennen mit den neuen Runden in dem Sekundenfenster hinterher. Und nutze DRS, ich komme nicht vorbei. Lachpfeife. Aber so kennen und lieben wir Jeff ja. Von nichts eine Ahnung, immer eine Pause machen. Aber Hauptsache einen Kommentar abgeben. So, jetzt bin ich deutlich näher dran. Vielleicht wird das ja mal was.
is forecast in just over 10 minutes time. Rain in 10 minutes. Oh. Okay, das war ein bisschen Risiko. Approaching the pit window, you'll be on the hards. Oh, jetzt habe ich die Streckenbegrenzung überschritten. Interessant. Hat nicht funktioniert. Be careful, we think you're going to start losing some tire grip around now. Oh, jetzt war ja schon. Oh Gott, ich wollte den jetzt hinterherfahren, hat nicht funktioniert. Jetzt habe ich beide Red Bull im Nacken. Ja, war vorbei. Bringt nichts, jetzt da irgendwie gegenzuhalten. The energy store is getting worn, reducing our overall capacity. The more charge you hold, the faster that capacity will drop. Radar suggests some weather is going to hit in around 5 minutes time, so stay on your toes. 5 minutes time. Wir kommen der Sache näher. Ich hab Bottas gedreht. Okay, da gucken wir mal ganz kurz rein. Wer da jetzt wirklich endgültig die Schuld trägt. Ja, ich würde jetzt sagen Bottas. Also ganz ehrlich, da war kein Platz. Der sticht da rein. Ich bleibe eigentlich auf meiner Linie. Also nee, da kann ich nichts für. Würde ich jetzt mal behaupten. Wer was anderes meint, kann es gerne reinschreiben. Ups. Zweite Verwarnung. Ich sage ja, erste Kurve ohne jemanden vor mir ist schwierig.
We're expecting some rain soon. Expect the first drops in the next few minutes. Ah, ich dachte, der holt mich jetzt einfacher. Oh, es fängt an zu regnen. Es fängt an zu regnen. Wollen wir direkt mal auf Inters schalten. Bevor ich das vergesse. Jetzt bloß nicht den richtigen Augenblick verpassen. Hui, rutschig, könnte aber auch meinen alten Reifen nehmen. Ernsthaft jetzt? Oh, Jeff. Ich bin gerade an der Boxengasse vorbei, du Depp. Ja, die fahren rein. Scheibe. In the tires around now, so just be careful. Check your MFD for a new Jeff, halt die Schnauze. DRS has been disabled by the stewards. DRS will be offline. Alle, die jetzt schon früher drin waren, haben da einen riesen Vorteil. Oh Gott, das war gar nichts. We're no longer sure that these tires are the right ones. It might be time to come in and change. Nee. Nee. Sehe ich nicht ein. Die 5 Sekunden gebe ich mir nicht. Ach, weil hier schon wieder nur 60 ist. Boah, überall diese anderen Regelungen, ey. Sit now. You'll be racing as you leave the pit. Look after these tires now. We want to finish the race on this compound. Warum bin ich in Führung?
Sag mal, warum fahren die eigentlich, stechen die eigentlich immer so da rein? Ich fahre halt Regenlinie, weit außen. Naja, sollen wir recht sein. Wenn er sich sein Flügel jetzt kaputt gefahren hat. Caution, the virtual safety car has just been deployed due to a buildup of debris on the track. Debris on the track? Wahrscheinlich von Norris. Drop your speed, our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. VSC ending, we're going green. Maintain positive delta until the green flags. Jetzt sind da drei Autos hinter mir. Boah, Max ist schon wieder, das war diesmal Perez, der so reingestochen ist. The rain's getting worse. Be very careful. Ich glaube, Perez hat sich was kaputt gefahren, hat er sich bei Max abgeguckt. Coping okay in this weather? We're watching the amount of standing water on the road. For now, we think it's safe to stay with the Inter.
5 laps of fuel remaining. There's 3 laps of fuel remaining.
Und das ist unser Sieg. Erster Sieg in Frankreich im Regen. Fantastic drive. Just fantastic. You deserve that race win. Another superb French Grand Prix comes to an end, and it's a thoroughly deserved victory. So, Anthony, what made the difference out there today? I think the key here was just the quality of the racecraft, you know? I mean, how many overtakes did they make overall? I'm sure we have a stat person keeping score somewhere, and it was fantastic to watch, wasn't it? This is a strategic sport at the end of the day, but it's always really gratifying to see close-fought battles on track. It's what all the fans are after. A show-stopping performance from the three drivers approaching the podium right now. It's been an interesting Grand Prix, that's for sure. Das war der Einstopp. Und was mir noch am besten gefällt, ist, selbst wenn ich die 5-Sekunden-Strafe behalten hätte, hätte ich trotzdem gewonnen, weil die 5 Sekunden habe ich noch rausgefahren. Deswegen bin ich am Ende so voll fokussiert mit allem Einsatz gefahren. Ich wollte diese 5 Sekunden rausfahren. Damit es nicht heißt, hätte sie die Strafe gehabt, hätte sie nicht gewonnen. Doch, hätte ich. So sieht es nämlich aus. Egal ob mit oder ohne Strafe. Also ein Sieg ohne bitteren Nachgeschmack. So sieht es nämlich aus. Ha! Ja, Regen und Einstopp. So muss das sein. Nach dem zweiten Platz in Kanada, ein Sieg in Frankreich. So kann es jetzt gerne weitergehen. Wobei das war beides mal Glück, muss man ja dazu sagen. Ne? Teamkollege ist auf 14. Und zwei Ausfälle. Haas ganz hinten. Ja, kennt man ja alles soweit. Schön! Schön, 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 schön. Erster Sieg. Die Fans haben das wirklich genossen. Ja. Bei ihnen sah das leicht aus. Nun, es scheint, als hätte sich das Blatt zu ihren Gunsten gewendet. Im Vergleich zum letzten Wochenende ist es merklich besser für sie gelaufen, nicht wahr? Was heißt merklich? Im letzten Wochenende war ich Zweiter, jetzt Erster. Hier kommt Zuverlässigkeit. Da es steht wohl außer Frage, dass sie hier alle Erwartungen übertreffen, nicht wahr? Das schien mir da draußen aber heute mehr Autoscooter als Formel 1 zu sein, oder? Danke für den Kommentar. Ein Punkt aufgeholt auf Vettel. Yippie! Und hier habe ich auch alles. Yippie! 900.000 Euro, Dollar, Kröten, Pfund, Lira, whatever. Unsere Gewinnspanne sieht gerade gut aus. Ja. Ich glaube, wir haben Spielraum für mehr Investitionen. Apropos Investitionen. Ich muss mal ausgeben. Ich könnte, Antrieb kann ich nichts machen. Ich könnte blau machen und ich könnte grün machen. Blau. Aha, ja, freigeschaltete Sachen. Entwicklung gescheitert. Belastend. Machen wir die nochmal. 700! Wird dann zum Großbritannien-GP fertig. Ja, hier muss ich gucken. Ah ja, ich muss jetzt erstmal gucken. Fahrzeug. Da wir das 8. Rennen jetzt abgeschlossen haben, war doch richtig, ne? Ja, wir haben das 8. Rennen abgeschlossen. Ergo, 8, 16, 24 gibt es hier die Nummer 2. Und Steuerelektronik will ich verbessern. Steuerelektronik. Das hier. So. Da können wir nichts machen. Oh, hier ist was fertig geworden. Hier können wir ausschließlich ein leichteres Cockpit machen. Gut, Aero können wir, gut, können wir auch nur zwei Sachen machen. Entweder die Frontflügel oder das Halo. Kostet beides sehr viel. Warten wir noch ein bisschen mit.
Die Marketingabteilung hat gefragt, wie du hierüber denkst. Das Finale der offiziellen F1 E-Sports Serie steht an der Organisation, würden wir davon große Namen gewinnen. Sie haben nachgefragt, ob wir bereit sind, ihnen Joe als Co-Moderator zur Verfügung zu stellen. Was meinst du? Ablehnen, akzeptieren. Rennkunst, zweiter Fahrer, -7. Hey, ich soll dir ausrichten, dass die Abteilung sich für die Hilfe bedankt. Mal sehen, wie sich das auswirkt. Sponsorings erneuern. Schon wieder? Achso, das ist der. Ja, komm, erneuern. Ich muss da irgendwann mal gucken, dass ich neue mache. Vielleicht. Oh, hier können wir nicht so viel machen. Aero? Nö. Team? Nö. Eine Party! Podiumsplatz-Party. Ja, da sehe ich mich doch. So. Und dann noch die, hier das hier. Und dann ist das Ganze auch gut. Weiter. Heute sollten eigentlich neue Entwicklungen reinkommen, aber einige davon haben es nicht durch die... Natürlich. Wie immer. Ich habe trotzdem Erfolg bekommen. Ich weiß nicht, wofür. Teil über Nacht. Ich glaube, fürs schnelle Erforschen oder so. Keine Ahnung. So. Wettervorhersage ist so lala. Wo sind die Teile jetzt? War das Aero? Nein. War das Chassis? Nein. War das Antrieb? Du hast was freigeschaltet. Sehr schön. Ist doch alles durch. Ja gut. Das war Kanada. Nee, Frankreich. Quatsch. Nächste Woche dann Österreich. Bis dahin. Tschüss.